Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Torwitz-Kanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit dem dritten Playoff-Viertelfinalspiel am Sonntag, den 21. März 2010, EZ Bad Nauheim gegen die Star Bulls aus Rosenheim. 1:1 Stand ist in der Serie und der Andrang entsprechend groß. 2000 Fans wollten diese Partie sehen, es bildeten sich lange Schlangen vor dem Colonel Knight Stadion. Das Spiel musste sogar um 10 Minuten verschoben werden, damit alle rechtzeitig reinkamen und den Anpfiff sehen konnten. Ja, eine Choreografie wieder in der Fankurve, schön anzusehen und nochmal richtig Motivation auch für die Spieler, die dann auf das Eis kamen. Allen voran Markus Keller, der ja so stark gehalten hat, seitdem er in der Kurstadt ist, und Boris Ackers, der ja verletzt war. Das war der Grund, dass Keller nach Bad Nauheim kam, also quasi als Nummer 1 verdrängt hat. Das soll natürlich nicht heißen, dass Boris Ackers die Nummer 2 ist, aber wir haben eigentlich zwei starke Torhüter und somit also Markus Keller momentan mit der meisten Spielpraxis und somit eher also im Tor. Ja, Bad Nauheim, wie gesagt, 1:1, hatte 5:2 verloren in Rosenheim am Donnerstag zuvor. Das erste Spiel zu Hause mit 7:1 gewonnen. Aber es war klar, es würde eine enge Serie werden. Gleich in der ersten Minute, es ging sofort los mit Vollgas. Lenny Gehr vorne und dann legt Reeder ab auf Gottwald. Der wird nicht angegriffen. 59 Sekunden gespielt. Das erste Tor für Rosenheim. Ja, was war da passiert? Da fühlte sich keiner zuständig für Gottwald. Und drei Abwehrspieler hinten, drei Bad Nauheimer schafften es nicht, den Pass von Reeder zu unterdrücken. Und also Gottwald mit diesem unhaltbaren Schuss und das gleich Druck auf Bad Nauheim. Also dieser frühe Rückstand. Aber sie wollten sofort antworten und immer wieder die Schüsse auf das Tor von Klaus Dalpiaz. Und das war auch die richtige Maßnahme, denn er wirkte nicht sicher in diesem Spiel, ließ viel abprallen. Aber in der vierten Minute erstmal eine Strafzeit gegen die Roten Teufel. Eine Möglichkeit für die Star Bulls sogar noch nachzulegen. Aber Markus Keller ganz sicher im Kasten hatte die Scheibe. Lindner jetzt mal gegen Paderhuber. Laufduell. Nochmal Matthias Baldis kommt dazu aus spitzen Winkel. Und wieder hier Dalpiaz, ein Indiz und ein Beweis dafür, dass er nicht hundertprozentig sicher war. Ein ähnliches Tor hatte ja Markus Keller in Rosenheim kassiert aus so einem spitzen Winkel. Aber er, wie gesagt, ganz sicher und souverän. Ja, viel Tempo in diesem Spiel, viel Kampf, viel Einsatz. Kevin Richardson mal mit dem Schuss, Nanjan Bartha, Entschuldigung, das war, wie gesagt, die Marschroute auf den Kasten, die Scheibe bringen. Und jetzt bleiben wir jetzt aber auch ohne Mühe auf der Gegenseite. Die Formation mit Mitch Stevens sucht natürlich den Pass in den Rückraum. Die Rosenheimer hatten mehr Spielanteile, mehr Torschüsse, aber Markus Keller immer wieder, auch gerade mit der Fanghand, zur Stelle. Ja, es rollten ein paar Angriffswellen von den Gästen aus Bayern. Die Reihe um Ron Newhook prüft hier mal Markus Keller. Ein Konter von Richardson zieht vor das Tor, wird gelegt. Die Scheibe irgendwie wohl im Netz über die Linie. Es wird jedenfalls gejubelt bei den Roten Teufeln. Aber die Schiedsrichter nach kurzer Beratung gaben sie das Tor nicht. Stattdessen Strafzeiten gegen Rosenheim. Zunächst Alan Reeder nach diesem Foul. Einmal mehr bei Bad Nauheim. Die Scheibe lief gut, aber auch ein bisschen zu statisch. Das Powerplay war etwas leicht zu durchschauen. Weitere Strafzeit, Mairandres mit der 40 draußen, also sogar 5 gegen 3 Powerplay kurzzeitig. Ein Mann inzwischen wieder zurück und wieder Dalpiaz guckt kurz, wo ist die Scheibe. Hat sie letztendlich dann aber sicher. Ja, Bad Nauheim also jetzt in dieser Phase Mitte des ersten Abschnitts mit der großen Möglichkeit auf den Ausgleich. Drei Strafzeiten in Folge. Rona ebenfalls mit 2 Minuten. 12. Spielminute war dies. Gute 1 Minute. 5:3. Zuletzt hatte ja Rosenheim im letzten Heimspiel der Roten Teufel dreimal, zweimal mehr auf dem Feld. Aber Bad Nauheim nutzte dies einfach nicht. Und dann stattdessen 14 Minute, 2 Minuten gegen Kyle Pivovarczyk und die Möglichkeit wieder für Rosenheim die Führung auszubauen. Alan Reeder prüft hier Keller. Ganz kuriose Szene, als Chris Eid in der neutralen Zone mit Paderhuber zusammenrasselt. Da fliegt der Schläger vom Rosenheimer über die Bande, über das Plexiglas und bis ins Publikum. Zum Glück verletzte sich da keiner. Nächste Szene, wieder wusste Dalpiaz nicht nach diesem Rückhandschuss in der 17. Minute von Richardson, wo das Hartgummi ist, aber mit Glück und Geschick eher also hält er diese Scheibe. Dann eine Szene, Alex Baum gegen seinen Kontrahenten, gegen Zick. Da kann sich der EC-Kapitän nicht in Luft auflösen, er hält dafür 2 Strafminuten. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts beschwert sich da bitterlich
aber keine Chance, die Strafzeit ist ausgesprochen. Also nochmal Powerplay, das dritte in diesem ersten Abschnitt für Rosenheim und immer wieder Markus Keller hält er erstmal diesen knappen Rückstand nach den ersten 20 Minuten. Bad Nauheim mit viel Elan aus der Kabine gekommen. Boris Ackers fährt nochmal zu Markus Keller. Wahrscheinlich die eben wieder eine tolle Leistung in diesem ersten Abschnitt. Und jetzt Bad Nauheim mit mehr Druck nach vorne. Suchte natürlich die Möglichkeit auf den Ausgleich wieder. Dalpiaz nicht sicher. Die Scheibe tropft am langen Pfosten. Und fast also der Ausgleich nochmal zu sehen. Gegen den Pfosten sogar. Das Pech war also auch ein wenig dabei im Spiel der Roten Teufel, die jetzt schon längst ein Tor verdient gehabt hätten. Hier auch wieder nach diesem schusserspitzen Winkel. Bei Rosenheim klappte beim letzten Spiel im Katrainstadion einfach alles. Und beim EC bislang, was das Toreschießen jeweils angeht, noch nicht viel. Aber die Spielanteile waren jetzt bei den Gastgeber, bei den Hessen. Chris Liebmann mit einem Alleingang. Man musste aufpassen hinten, Ron Juhuk. Die Rosenheimer, sehr schnell kommen sie vor den Kasten und da muss Markus Keller wieder alles aufbieten. Der Schlussmann der Hessen, auf ihn kann man sich in diesen Playoffs verlassen. Schöner Check von Dennis Cardona, der in der dritten Reihe mit Matthias Baldis Eistab bekam. Da bekommt Baldis aber keinen Druck mehr auf die Scheibe und kein Problem für Klaus Dalpiaz. Die einzige Strafe gegen Rosenheim im zweiten Abschnitt, 26. Minute, Nikolas Ackermann draußen. Jetzt vielleicht im vierten Powerplay die Möglichkeit auf den Ausgleich, aber ein bisschen zu statisch das Ganze. Leicht ausrechenbar hier auch zu sehen, dass keiner so richtig nach vorne aufrückt vor das Tor. Und dann bleibt Lennig Gehr nichts anderes übrig, als mal drauf zu schießen. Natürlich kein Thema für den Ex-Teufel, für Klaus Dalpiaz. Eine blaue Linie, das probate Mittel zu Tobias Schwab. Aber auch er kommt nicht durch und dann Kyle Pivovarczyk mit der großen Möglichkeit nach diesem Rebound. Aber da steht auf der Linie Matthias Bergmann, hier nochmal zu sehen von der Hintertorkamera, wie hier jetzt die Scheibe einmal an Dalpiaz und dann an Bergmann gescheitert. Kyle Pivovarczyk, das war natürlich Pech. Sah auch Fred Carroll so und die Mannschaft aber munterte sich nochmal gegenseitig auf, merkte, hier geht auf jeden Fall etwas nach vorne, weiter geht's. Scheibe abgeprallt hat diesen Schuss von Tobias Schwab. Nochmal die Möglichkeit, aber Rosenheim verteidigt hier gut und dann geht es ganz schnell ein Konter mit einem Mann weniger und da kann sich Rosenheim aussuchen, wer das Tor macht. Dylan Stanley war es, er nutzt die Vorlage von Mitch Stevens und Markus Keller, keine Abwehrmöglichkeit. Verletzt ist es sogar noch leicht hier bei dieser Aktion, konnte zum Glück aber weiter spielen. Ja, 28. Minute, ein Shorthander, 0:2. Stellte ein wenig jetzt die Spielanteile im Mittelabschnitt auf den Kopf, aber das ist nun mal so in den Playoffs. Und jetzt musste Bad Nauheim noch mehr Risiko gehen, noch mehr nach vorne machen, viel Kampf. Sie wollten sich zurück in die Partie reinfighten, reinkämpfen, wollten unbedingt die Scheibe irgendwie ins Tor bekommen. Man musste gleichzeitig aufpassen, dass die Rosenheimer mit ihren starken Spielern nicht sogar noch das dritte Tor machen. Das wäre dann wohl schon die Vorentscheidung, aber man konnte sich, wie gesagt, auf den Goalie verlassen. Und dann eine Szene, als die Scheibe schon fast verloren zu glauben zu sein schien. Da steht aber plötzlich im Slot Tobias Schwab, wird bedient von Jan Bartha, ganz passgenau, millimetergenau. 31. Minute, da war es also passiert. Endlich für diesen One-Timer das erste Tor, 1:2. Völlig verdient auch, denn die Roten Teufel, sie kämpften, suchten den Anschlusstreffer. Und da war er also wunderbar vorgelegt. Und im Slot, also Tobi Schwab, steht er goldrichtig. Da war die Zuordnung kurzzeitig bei Rosenheim aufgehoben und jetzt die Fans, sofern sie denn Bad Nauheimer waren, natürlich völlig aus dem Häuschen, die Stimmung riesig im Körnel-Neid-Stadion und sie wirkten wie der siebte Mann, der Bad Nauheim jetzt weiter im Vorwärtsgang drängte. Schöner Schuss mal von Alex Alten. Immer wieder der EC Bad Nauheim. Rosenheims Taktik war ganz klar zu kontern, so wie bei dem zweiten Tor. Und hier auch zu sehen, wie gekämpft wurde um jeden Zentimeter an der Bande. Sven Breiter mit dabei. Dennis Cardona. Aber erstmal keine weiteren Strafzeiten. Das tat auch nicht nötig. Das ist nochmal Playoff-Eishockey. Und immer wieder Markus Keller gegen Stevens klärt er hier und hält wieder seiner Mannschaft kurz vor dem Pausenpfiff einen knappen Rückstand. Wie schon nach dem ersten Drittel.
dann in der Pause eine Ehrung. Die Jugendmannschaft der Roten Teufel, sie wurde erneut Dritter, wie im Vorjahr in der deutschen Meisterschaft in der Endrunde gegen die bayerischen Mannschaften. Keine Chance, aber gegen Berlin und somit also inoffizieller Nordmeister. Und dafür gab es auch einen Pokal. Das ist schon alle Ehren wert. 2 Jahre hintereinander die Jugendmannschaft Dritter geworden. Ein toller Erfolg für den Nachwuchs in Bad Nauheim.